gerade noch so den Flieger bekommen. Es war sehr, sehr knapp. 3, 2, 1. Ein Kraftsauer. Mann, ist das anstrengend hier. So, gerade noch so den Flieger bekommen. Es war sehr, sehr knapp. Ollis hat zum Glück auf mich gewartet. So. I can give you my link. Ich hab gerade mal den Film pausiert hier. Kingsman. Weil das Wissen ist da. Sind wir gestartet? Und 3, 2, 1. Und mal wieder überlebt. Ja, wir kommen jetzt zum Four Seasons Hotel in Beverly Hills. Und hier ist mein Spot. Nice, nice, nice. Ja, wirklich ein sehr schönes Hotel. Hier mein Flugzeugoutfit. Hier direkt der Beverly Hills Style. 7 Sekunden. Beste Tipp, den ich euch geben kann, wenn ihr gerade nach Amerika gekommen seid, geht sehr früh schlafen, also macht durch, geht nicht direkt schlafen und dann geht aber sehr früh schlafen. Dann seid ihr am nächsten Morgen wieder fit. Was ist die Kraft, die ein Laberkopf, eine Person, die immer redet, redet, redet und sagt, ich hätte gerne, ich würde gerne und so weiter, von einem echten Macher unterscheidet? Es ist die Macht der Entscheidung. So, wir haben jetzt gerade eine Pause bei der Mastermind und ich schaue eigentlich so einmal am Tag meine Nachrichten durch, die mir hier so schreibt und deswegen eine Frage, die mir immer wieder gestellt wird in letzter Zeit, ist, was ich von Blockchain bzw. Bitcoin denn nun halte. Und ich hatte ja schon des Öfteren über Blockchain, über Bitcoin gesprochen, habe ja auch ein Projekt mit angestoßen in die Richtung und seit Dezember ist der Markt ja richtig runtergegangen, ist also hoch, runter und so weiter und die Frage ist, glaube ich, immer noch daran. So, und ihr habt mich jetzt ganz oft gefragt, ob ich denn immer noch an das Thema glaube, ob ich immer noch an den Bitcoin und an die Blockchain glaube. Und ja, natürlich glaube ich immer noch daran, ansonsten hätte ich es euch schon mitgeteilt. Nur weil ein Kurs schwankt, heißt es nicht, dass der Value, der Wert hinter einer Technologie auch am Schwanken ist. Das müsst ihr euch immer merken und ihr müsst euch natürlich auch immer euren eigenen Kopf machen. Tony Robinson, Duffy has a contract with Tony Robinson. Ein krasses Auto. Ja, ein McLaren. Crazy. Schaut mal, was ich hier Geiles entdeckt habe. Dr. Pepper Diet. Gibt es nur hier in den Staaten.
aufregt hier. Drei wichtigsten Aufgaben eines Unternehmers. Ja Leute, ich befinde mich gerade in Los Angeles, Beverly Hills, im berühmten Rodeo Drive und ja, besuche eine Mastermind in den Staaten. Das mache ich viermal im Jahr. Und diese Mastermind gibt einem eben verschiedene Taktiken, verschiedene Strategien, wie man sein Online-Business noch besser machen kann oder sich verbessern kann in seinem Business. Mit wirklich sehr smarten Menschen, sehr smarten Köpfen in der Branche, im Bereich Online-Marketing. Und ich werde ganz oft gefragt über YouTube, über Instagram, über Facebook, aber auch so von Personen, die mich auf der Straße treffen. Chris, was sind die allerwichtigsten Aufgaben? Worauf soll ich mich konzentrieren als Unternehmer? Und die drei wichtigsten Aufgaben sind immer dieselben für 95% aller Unternehmen, nicht nur im Internet. Nämlich erstens die Erstellung von Produkten, zweitens die Vermarktung von Produkten und drittens die Distribution. Bedeutet also die Generierung von Besuchern, ja, das Produkt an den Mann bringen sozusagen. Das kannst du dir auch ganz einfach vorstellen, wenn du dir ein Online-Business wie ein Laden vorstellst. Ja? Was bringt dir der beste Laden, wenn du keine Produkte hast in dem Laden, die die Menschen kaufen können? Also wenn du keine Produkte erstellst? Nichts. Ja? Produkterstellung. Was bringt es dir, wenn du einen Laden hast, voll mit Produkten, aber niemand das Produkt kaufen kann, weil du keine guten Verkäufer hast, also kein gutes Marketing hast? Nichts. Und was bringt es dir, wenn du einen Laden hast, voll mit guten Produkten, mit guten Verkäufern, aber keine Besucher im Laden sind? Nichts. Deswegen konzentriere dich wirklich 80-20 mäßig, 80% deiner Zeit darum, oder konzentriere dich darauf, neue Produkte zu erstellen oder überhaupt ein Produkt zu erstellen, ein MVP, ein Minimal Viable Product, eine erste Version auf den Markt zu kriegen. Konzentriere dich dann auf das Marketing, also wie machst du das Produkt, wie schaffst du das Produkt zu vermarkten? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Du kannst ja auch übers Telefon vermarkten, du kannst Telefonnummern einsammeln, Leads einsammeln, mit Telefonagents arbeiten, du kannst mit Sales-Seiten arbeiten, also mit einer Copy arbeiten, du kannst mit Webinaren arbeiten, du kannst mit ganz klassischen Landingpages arbeiten, du kannst Leads generieren, du kannst alles Mögliche machen. Ja? Und dann konzentrierst du dich darauf, Besucher zu generieren, ja? Das Produkt an den Mann zu bringen. Das sind die drei wichtigsten Aufgaben: Produkterstellung, Produktvermarktung und Distribution. Also das Produkt an den Mann bringen. Traffic generieren, wie wir es im Online-Marketing nennen. Okay, das war's. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Wenn dir das Video gefallen hat, gib diesem Video einen Daumen hoch. Ich hoffe, es ist nicht zu windig geworden. Hier in LA ist manchmal windig. Und schreib mir gerne einen Kommentar. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Für mich geht's jetzt zum Airport. Bis dann. Peace!